Vom 15. bis 17. September 2014 wird es in Rüsselsheim das erste deutsch-chinesische Smart City Forum im Rathaus der Stadt Rüsselsheim geben. Zum Smart City Forum gibt es eine von der Stadt Rüsselsheim herausgegebene Website mit der Adresse www.dc-smartcity.de. Weitere Hintergrundinformationen zum Smart City Forum gibt es auf der Homepage entdecke-rüsselsheim.de. Hier braucht ihr nur in das Suchfeld Smart eingeben, auf Suche drücken und es werden zwei Artikel, die von der Stadt Rüsselsheim herausgegeben worden sind, aufgeführt. Es geht einmal hier: Smart City Experten aus Deutschland und China beleuchten Herausforderungen der nachhaltigen Stadtentwicklung. Und hier ist ein Bericht von einer Pressekonferenz, in der das Projekt von Oberbürgermeister Burkhardt, dann von Stadtrat Linnert und Thomas Jühe vorgestellt wurden. Das Smart City Forum in Rüsselsheim ist eingebettet in ein Projekt, das sich Städtenetzwerk nennt. Es ist wohl bei einer Reise nach China der Repräsentanten aus Rüsselsheim entstanden und beschreibt die Zusammenarbeit von Akteuren in Zukunftsbranchen der Kommunikationstechnik, des E-Commerce, des Finanzwesens, grüner Technologie, Automotiv- und zukunftsorientierte Dienstleistungen. Diese Experten, die sich im September hier in Rüsselsheim treffen und auch so ein erstes Forum dieser Art in Deutschland begründen, wollen ausloten, wie chinesische Firmen mit deutschen Akteuren hier am Standort Rüsselsheim im Rhein-Main-Gebiet das Thema erschließen. Inhaltlich geht es beim Smart City Forum um das Treffen zweier Wirtschaftsnationen. Der Kongress ist hier beschrieben. Hier ist das Programm aufgeführt, das ja am 15. und 16. hier in Rüsselsheim stattfindet, mit Kongress und Ausstellung. Dann gibt es wohl auch noch eine geschlossene Veranstaltung mit den Gästen. Initiator sind die Städte Rüsselsheim, Raunheim und Kelsterbach, die sich hier präsentieren, insbesondere hier mit dem Glasfaser, mit der zentralen Lage in der Region, mit den wissenschaftlichen Ressourcen der führenden Universitäten hier bei uns, hochqualifizierter Fachkräfte. Und hier sind die Partner aufgeführt. Premium-Partner ist der große chinesische Technologieanbieter Huawei, aber auch das Fraunhofer-Institut des GPR ist mit vor Ort dabei, die IHK, die Stadtwerke Rüsselsheim und die Technische Hochschule in Darmstadt, um nur einige zu nennen. Die Anmeldung ist hier hinterlegt mit für die Kongressteilnehmer, für die Aussteller und für die Presseakkreditierung. Ich selbst werde mit meiner Firma an diesem Smart City Forum teilnehmen, weil mich insbesondere die Fragen von E-Government, E-Business und alles, was mit Datenverarbeitung, mit Informationsaustausch über das Internet zusammenhängt. Also merkt euch das, in knapp 4 Wochen geht's los. 15. bis 17. September in Rüsselsheim beim Smart City Forum 3 gewinnt. Und ich werde in den nächsten Tagen mit weiteren Informationen zum Thema Internet, E-Government, City Cloud, Glasfasernetz auf euch zukommen und noch einige Vorschläge im politischen Bereich zu diesem Thema vorstellen.